Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest Monsters. Wir fangen heute genau da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind hier immer noch im Kreis des Horns des unteren Ranges und die Jahreszeit hat sich gerade gewechselt. Also während des Intros. Jetzt kommt hier Wasser raus statt Dampf. Bin gespannt, was wir jetzt hier so am Monster finden. Naja, zuallererst will ich da hinten eigentlich einmal rein, wenn die Karte das mir auch sagt. Cooles Hintergrundbild. Noch mehr Besuch habe ich wunderbar. Dieses Dorf heißt Drachenwinkel und ich werde euch im Auge behalten. Solange ihr hier seid, darauf könnt ihr wetten. Okay. Aber wenn du wegen unseres kleinen Problems hier bist, dann solltest du mit Narobert sprechen. Er hat nämlich einen Berg an Sorgen. Verkauft ihr hier irgendwas Schönes? Wo ist die konfuse Kugel nur hin? Gerade war sie noch hier, aber nun hat sie sich in Luft aufgelöst. Oh, na so, was ein Kunde. Wo habe ich nur meine Manieren? Hast du was Schönes? Verkaufst Gammelfleisch. Das Rauchfleisch ist eigentlich richtig gut. Sehr. Aber damit ich ein bisschen was am den Zeug habe, gönne ich mir. Monstermampf verkaufe ich jetzt ab sofort mal. Weil das bringt echt gar nichts. Das Rauschfleisch bringt es eigentlich doch nicht so wirklich, wenn ich drüber nachdenke. Und eine Herberge. Heim müssen wir momentan nicht so wirklich. Eine Vase zum Kaputtmachen. Aber es war leider nichts drin. Da ganz oben ist doch bestimmt was. Da gehe ich gleich auch mal hin. Erstmal gehe ich dahin. Ach, du grüne Leine. Mein armer Junge gefangen wie eine Ratte in der Falle. Es ist zum Mäusemelken. What are you doing in my nest? You're keen to build up your reputation around these parts, you say? In that case, I suggest you hear me out. The name's Norbert, and I have a rather big favor to ask. I need you to save my son. Oh dear, is he in trouble? He is. Big trouble. A massive burst of molten lava came down the mountain, cutting us off from the rest of the region. I only survived by a whisker, but my boy got trapped on the other side. Oh, that's terrible. It's all Bernie's fault. He's the youngest of the Brimstone boys. He caused all this by opening that infernal gate. He also happens to be the big hit around here. If you could defeat him, he would do wonders for your rep. Could you close the infernal gate while you're there? I've got just the thing to seal the di- Okay. Hey! My green rock, it's gone. But how? Your green rock. It was right here. Well, I'm sure I'll find it by the time you get back. Please,
Just save my boy. Natürlich. Oh, thanks a million. The infernal gate is in a cave nearby. Please make sure you shut it and stop the lava. Okay, aber vorher muss ich noch den Heißluftdrachen einen Tag vorlesen. Beziehungsweise, das soll ich mal nur A machen. Okay, dieser Drache ist ganz schön rund. Der Heißluftdrache. Diese Drachen jagen Menschen gerne einen Schrecken ein, indem sie sich aufblasen, bis sie platzen. Um es so richtig krachen zu lassen, atmen sie riesige Luftmengen ein. Doch manchmal kneifen sie dann doch vor dem großen Knall. So, da sind wir dann jetzt auch hier draußen. Ich würde gerne da lang. Okay, ich will doch nicht da lang. Da ist ein grüner Drache, der zerlegt mich. Das ist wieder so ein Mini-Boss. Da ist eine Zecke. Entschuldigung übrigens, gerade eben bei der Mini-Medaille war ich noch gemutet. Das ist ein Sammel-Item. Und wenn man genügend davon sammelt, dann kriegt man dafür Sachen. Eine Schleimette. Du solltest eigentlich nichts drauf haben. Wisst ihr, ich nenne die alle Slima. Er kriegt jetzt auch den Namen Slima. Eine feurige Klinge hat er. Die Schleimette. Diese Schleime sind stolz auf ihre grelle Farbe, die sie vermutlich einer Laune der Natur verdanken. Eine sanfte Wärme geht von ihnen aus. Da kam die Armee. Oh. Da unten, da waren doch auch noch zwei hier so in der Nähe vom Turm. Die Dinger, die steigen hoch und runter im Herbst. Muss ich die anderen beiden gleich auch einmal gucken. Hier ist bestimmt was. Genauso bei den anderen beiden Dingern. Eine Kiste. Und nochmal eine Mini-Medaille. Na gut, porte ich mich eben kurz rüber. Wo ich denn jetzt eh hier am Turm bin, kann ich ja mal unten gucken, ob die tatsächlich mitleveln, die in der Kuppel eigentlich sitzen. Ich glaube, die haben so ganz leicht Miterfahrung bekommen. Ja, guck mal, zum Beispiel der Komodo ist jetzt Level 10. Die leveln echt mit. Auch wenn sie minimal Erfahrung kriegen, die kriegen in der Box auch Erfahrung. Das ist ja ganz nice. Dann kann ich ja hier noch die ein oder andere Synthese eben kurz machen. Wir könnten hier unseren Hahn zum Beispiel zu so einem Tötkolben machen. Oder einen Zyklotz. Haben wir auch noch mal ein paar Optionen. Oh, da können wir Instant Wupp lernen beim Eichling. Den nehmen wir. Märtyrer nehme ich. Großer. Und dann nehme ich noch die feurige Klinge. So, ich nenne dich Aiko. Okay, ich könnte den Dr. Schleim mit dem Schatten paaren. Und den Schneedom erschaffen. Nehme ich mir den Knirschfan, den Hexorzisten und den Heiler.
taufe ich Monty. So. Aus euch beiden kann ich den Tupfenschleim machen. Mach ich mal. Dann kriegen wir hier ein paar Monster. Steinige Klinge, windige Klinge und... Ich nehme den Flinkheitsverstärker. Tuppi! Du bist wahrscheinlich besser als die Lampe auf jeden Fall. Aus euch beiden mache ich mal das Säbelzahnkätzchen. Naturbestie, Wirbelmacher und Fauchresistenz. Schnurrmatz. Ich hau die Synthesen jetzt übrigens deswegen durch, damit wir die auch aus, so nebenbei ein bisschen leveln lassen können. Guck mal, der Heißluftdrache und der Komodo zusammen ergeben den Wampendrachen. Peng nehme ich auf jeden Fall mit. Den Heizungstechniker. Dann nehmen wir noch Verteidiger. Hab gleich einige Einträge. Bampu. So, die beiden zusammen geben jetzt eine satte Ratte. Neben dem Beugelfan. Dem Posenreißer. Dann nehmen wir noch den Stinkstiefel. Eventuell kann ich mir jetzt auch die ein oder andere Anwerbung jetzt sparen. Das ist die Kampfratte. So, die letzten beiden, die ich hier habe, kann ich, glaube ich, gar nicht sinnvoll synthetisieren. Ja, da würde nur dasselbe Vieh rauskommen. Habe ich den Wampendrachen im Team? Ja. Den wollte ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann euch doch auch Begabungspunkte jetzt noch geben. Guck mal, haben ein komplett neues Team. In den Märtyrer investiere ich instant. Investieren wir mal in Bröckel. Den giftigen Odem hätte ich gerne. Und den Herzensbrecher investiere ich noch. Danach investiere ich in Bröckel-Fan. So, dir gönnen wir noch Säuse. Du sollst auch Bröckel lernen. Investiere ich noch zu Naturzerstörer bei dem einen und jetzt hier Schwächung. Der Rest hier. Ja, haben ein komplett neues Team. Dann mal wieder raus in die Ebene. Da sehe ich schon ein neues Monster, aber erst will ich gucken. Nee, ich habe tatsächlich keinen von dieser Ebene gerade synthetisiert. Ist auch irgendwo gut. Dann können wir uns nämlich bei darauffolgenden Ebenen ein bisschen was sparen. Na gut, werfen wir den da an und dann lese ich die Einträge. So. Angriff. Wollt sie blenden. Ich hatte die Hoffnung, die Verteidigung zu senken. So, ich gebe ihnen jetzt gerade Gammelfleisch. Ich habe so oft, es ging, versucht seine Verteidigung zu senken, hat nicht geklappt. Dann wärmen wir ihn jetzt an. Haben ihn sogar vergiftet. Zumindest habe ich es versucht. Okay, der hält was aus, der Halunke. Muss ich mir merken. Ja, jetzt haben wir erstmal alle haufenweise Level-Ups, ne?
Den Thanatos Terror gönne ich mir. Ich investiere in den Heiler. Oh, der Halunke schließt sich uns trotzdem an. Was für ein Glück. So, ich taufe ihn Froggo. Schütt hat der. Also Schütt-Fan. Er kämpft mit Wasserattacken. Na gut, macht doch irgendwo Sinn. Flau macht, glaube ich, Angriff runter. Ja, sogar erheblich. Investiere ich komplett mal drin. So, ich wollte die Einträge noch vorlesen. Das mache ich aber, nachdem ich die beiden Dinger auch einmal hoch bin. Genau, bevor das wieder normal ist. Na, kommt. Geht hoch. Und wieder Level-Ups. Ein paar haben auch Begabungspunkte bekommen. Ja, bei dir weiterhin eine Märtyrer. So, ich hier weiter nach wie vor in Heilung investiert. Und ich erhöhe mal deine Max-MP. Ich glaube, hier an der Stelle komme ich nicht weiter hoch. An der Stelle, okay, im Felsenblock später. Das ist so gesehen eine Explosion, die man auf die Gegner werfen kann. Immer ganz praktisch eigentlich. Ja, komm, geh hoch. Geh nach oben. Da ist nämlich eine Kiste. Einen rasanten Ring. Können wir uns auch sofort angucken. Ich will nur irgendwo ein bisschen sicherer stehen. Sagte ich, während da so ein Schleim auf mich zurennt. Der rasante Ring erhöht die Flinkheit. Gib ich mal ich gebe mal Eiko den Kriegerring. Er soll schnell heilen können. Aber nee, er soll gut heilen können. Ihm gebe ich den rasanten Ring. So, der Schneegnom. Er zählt wirklich zu den Schleimen. Diese weiße Pracht ist ein Schleim, der einem Schneemann zum Verwechseln ähnlich sieht. Wenn diese Monster schmelzen, werden sie von Engelschleim ins Jenseits getragen. Och, wie schön. Und der Tupfenschleim. Jedes Exemplar dieser Art hat sein eigenes Fleckenmonster. Leider verbringen die schüchternen Schleime die meiste Zeit damit, sich vor irgendwas zu fürchten. Als nächstes der Wampendrache. Sie lieben ihre Töpfe über alles und füllen sie mit den verschiedensten Dingen. Gurken, Konserven, Konfitüren, Chutneys, oh, und hin und wieder auch mit Waffen. So, den nächsten Eintrag lasse ich drin vorlesen. Mann, dieser Frosch ist echt ein Halunke. Diese üppigen Unken mögen zu Monstern mutiert sein, aber sie haben sich ihre Angewohnheit bewahrt, ein Nietchen zu quaken. Besonders gerne gehen sie Abendkonzerte, kurz nachdem der Regen nachgelassen hat. Ja, da will man nicht in der Nähe sein. Dieser Eichling ist echt rund. Junge Baumgäste mit einer satten nussbraunen Farbe. Sie sind von klein auf kerngesund, weil sie von fürsorglichen Wiesenmonstern gehegt und gepflegt werden. Das hier ist eine satte Ratte. Diese immensen Nager bringen zwar um einiges mehr auf die Waage als ihre tierischen Äquivalente, aber es zieht sie ebenso sehr an dunkle, feuchtkalte Orte wie Höhlen oder die Kanalisation. Oh, wie süß ein Säbelzahnkätzchen, die behalte ich. Das Junge einer Säbelzahnkatze. Diese Monster können gezähmt und als Haustiere gehalten werden, wenn man sie früh genug adoptiert und mit Aufmerksamkeit und Liebe überschüttet. Ja, Leute, diese Einträge, die fühlen sich halt schneller, als man denkt, ne? Haben jetzt schon ein gutes Stück geholt. Ja, Leute, jetzt seht ihr auch mal eine der neuen Fähigkeiten, nämlich Brücke. Das braucht zwei Runden, um anzugreifen. Aber dann fallen Steine auf die. Und das macht immensen Schaden. Und wieder Level-Ups. Ja, Sanitäter bei dir.
Braucht man gar nicht überreden. Bei dir mal im Bröckel. Hatte Sunnys Ausrüstungs-Item noch eine Fähigkeit? Bei ihm hatte sich gerade was aktiviert. Der hat Instant-Stärkung. Wirkt manchmal zu Beginn eines Kampfes Stärkung auf sich selbst. Okay. Level bedingt auch noch mal Fähigkeiten. Man könnte versuchen, den Drache mit Wupp zu erledigen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr gering. Gering bis unmöglich. Hat, meine ich, nur so eine 4% Chance, dass es trifft. So, ich setze mich mal hier auf den Stein, gucke in diese Richtung und sag mal, dass es das für heute war. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und beim nächsten Mal geht es dann hier in der Winterebene des Vulkangebiets weiter. Ciao!